Hallo und willkommen auf meinem Kanal und willkommen bei einer neuen Folge von Club der Asse. Diesmal mit Ruffy Captain Pambos, der ein durchaus erfahrener Pilot, und wir sind schon mitten in der Schlacht mit einem durchaus sehr seltenen Flugzeug. So, der erste Gegner, der erste Schuss und die ersten Treffer landen beim selbst. Er ist unterwegs mit der BI, ein Flugzeug, das im September 2020 bei einem Event zu erspielen war, und ein Flugzeug, zu dem kommen wir bald, dass er durchaus speziell ist. Speziell aber natürlich auch die Anwärter bei Club der Asse, denn was haben sie gemeinsam? Sie sind zumeist sehr, sehr erfahrene Piloten, sehr, sehr erfolgreiche Piloten, und senden hier nicht unbedingt ihre einzige Astschlacht ein, sondern haben die immer wieder. So, und wir schauen auch auf dem Weg zum Ass hier die F3, da fehlt der Sekt, da fehlt der Rest vom Flugzeug. Abschuss Nummer 1 für Kollegen Raffi vom Clan ICBM oder ICPM. Ein Clan, wo er wirklich auch der Clan-Anführer ist, der Clan-Leader ist. Ein Clan, der seit Jänner 2021 existiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, wo durchaus mehrere aktive Spieler dabei sind. So, und während sich hier langsam, sage ich jetzt mal, etwas zusammenbraut, und zwar im wahrsten Sinn des Wortes, man achtet auf die Gegner hier auf seiner 12 bzw. auf seiner 3, versuche ich hier nebenbei auch ein bisschen was zum Flugzeug selbst zu sagen. Also ein Flugzeug, von dem gab es nicht mal 10 Stück davon, und das geschulte Auge hat hier vielleicht schon erkannt, es ist hier ein Raketenflugzeug, ähnlich wie auch die Comet. So, und jetzt ist er bereits mitten im Luftkampf, wir jetzt aufpassen. So, und jetzt wird es aber kompliziert. Oben eine Corsair, vorne noch eine, unten auch noch eine, das ist zumindest 3, und hinter ihm war, glaube ich, auch noch was. Tja, also er hat jetzt 4, nein, er hat 5 Gegner, 5 Gegner um sich herum, nun versammelt, sage ich mal fast. Und auch das zeigt ihn dann aus, nicht nur den Angriff zu beherrschen, sondern auch die Defensive. Und ja, zumindest 4 Gegner, die haben es jetzt gefallen und ihm gefunden. Und er kann natürlich hier durch den enormen Schub seines Flugzeugs sich ein bisschen auch befreien. Aber beim Schub muss man auch dazu sagen, dieses Flugzeug hat, man mag es kaum glauben, eine maximale Treibstoffbeladung von nicht mal ganz 2 Minuten. Ja, und von daher ist wirklich, sage ich jetzt einmal, Schubmanagement im wahrsten Sinn des Wortes hier gefordert, wie bei keinem anderen Flugzeug. Und auch das beherrscht er. Es wird Gas gegeben, wenn er es wirklich braucht. Ansonsten, man kann auch immer wieder hier aufs Eck achten, dann ist der Schub mal draußen, wenn es nicht wirklich zwingend erforderlich ist. Von der Munition her, 2 20mm Kanonen, extremst durchschlagskräftig, allerdings jede Kanone hat 45, ich wiederhole, 45 Schuss, somit in Summe 90 Schuss, das heißt auch da treffen ein absolutes Must-Have. So, einen Kill hat er, jetzt vor ihm eine Corsair. Ja, eine kurze Salve, das hat gereicht, Abschuss Nummer 2, jetzt hinter ihm wieder eine Corsair, und hier kann natürlich sowohl Schub wie auch Wendigkeit dieses kleines Flugzeug hier wirklich ausnutzen, und da geht es einmal der Besen des Teufels oder der Besenschild des Teufels, frei übersetzt, der war auch eine der, wenn man so möchte, Kosenamen dieses kleinen Flugzeugs. Und ja, dem wird er durchaus gerecht. So, 2 Kills, das fällt hier durchaus schon ein bisschen ausgedünnt. Hier die nächste Corsair, und auch die nimmt ihn raus. Abschuss Nummer 3. Man sieht, bei einmal sagt man vielleicht noch, Glück gehabt, aber bei 3 Kills, da gehört natürlich auch schon Erfahrung und vor allem Können dazu. So, hier wieder mal ein bisschen Schub. Er ist wirklich umzingelt von Corsairs, Allein schon, dass er diesen Ansturm vorher von der 4 bzw. 5 Flugzeugen wirklich mit Bravour gemeistert hat, der ist ja schon mal einen Applaus wert. So, und jetzt die nächste Corsair. Auch die versucht hier zu flüchten. Natürlich Rollrate, da ist er auch ganz vorne mit dabei. Jetzt muss er aufpassen, die Corsair hat ihn fast aussteigen lassen. Er zieht hoch, versucht sich wieder hinter die Corsair hier zu bringen. Und das gelingt ihm meisterlich. So, und jetzt, Corsair brennt. Nochmal gut ausgewichen. Abschuss Nummer 4. Und vorher, da hat er noch ein Flugzeug ein bisschen auch angekratzt. Das ist jetzt gezählt worden. Abschuss Nummer 5. Inzwischen bei den Schnitten, da kann man ganz offen sagen, wie gesagt, keine 2 Minuten Treibstoff, da wurde auch mal gelandet, und bei dem Flugzeug absolut okay.
Also 5 Kills in 2 Minuten. Das wäre wahrscheinlich mal so eine Sonderfolge von Club Dasse. Wer das schafft, bitte melden. So. Jetzt der letzte Gegner vor ihm, die schwedische J21 in der Version mit den Kolbmotoren, extrem stark, mit den, der Düsenantrieb finde ich sie gar nicht mehr so stark. So, und ja, die versucht ihn jetzt auch auszumanövrieren, da hatte sie noch Glück, jetzt sie sind sehr nahe, er zielt, er trifft und gewinnt das Match hier. Und ja, wie die anderen auch, kurzeshalbe, absolut mit höchster Präzision getroffen und das war Abschluss Nummer 6. Und ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch und ja, natürlich, keine Frage, willkommen im Club der Asse mit einer, ja, mit einem ganz besonderen Flugzeug und einer ganz besonderen Runde. Und ich kann nur sagen, nochmal Glückwunsch und ja, ich glaube, wenn man dich das nächste Mal in einer Luftschlacht sieht, da könnte schon mal sein, dass der eine oder andere Gegner hier ausweicht. Und wenn es dir gefallen hat, dann schreib es in die Kommentare, lass auch gerne ein Like da. Und wenn du selbst der Meinung bist, naja, das kannst du ja ähnlich gut, vielleicht sogar noch besser, dann lass es mich und die anderen wissen. Schick mir ein Replay-File an youtube.etzebosser.com. Und ich glaube, unser jüngstes Mitglied bei Club Dase kann bestätigen, manchmal geht es auch ganz schön schnell. Ich glaube, da war jetzt keine lange Wartezeit dabei. Und ja, mit ein bisschen Glück bist vielleicht auch du in einer der nächsten Folgen von diesem Format dabei. Das war's. Ich möchte mich bedanken für die Einsendung, bedanken auch bei dir, der du hier nun zugesehen hast. Und es würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen.